Rockstar Games widmet die neue Eventwoche von GTA Online mal komplett den Yachten und den Booten. Mit was wir diese Woche mehrfach Geld machen können und worauf wir sparen können, das erkläre ich dir im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Kifflau, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist richtig hyped auf GTA 6 News nächste Woche von Rockstar Games. Also ich bin auf jeden Fall absolut ready. Und ich würde sagen, wir verplempern gar keine Zeit, sondern start direkt mal rein ins neue Video. Denn Rockstar Games startet die neue GTA Online Eventwoche direkt mal mit einer kleinen Sonderaktion. Und zwar hat Rockstar Games die Peyote-Pflanzen, die Wasser-Peyote-Pflanzen, zurück ins Spiel gebracht. Das heißt, wenn ihr euch einfach mal als Wal oder als Haifisch oder als Hammerhai, die sind besonders cool, die sind Hammer, verstanden? Oh Gott, war der schlecht. Wenn ihr euch einfach mal wandeln wollt, dann ist das diese Woche die Möglichkeit. Außerdem gibt es natürlich eine neue wöchentliche Herausforderung in GTA Online. Und zwar müssen wir einfach drei Superyard-Live-Missionen abschließen, um dann insgesamt 100.000 GTA-Dollar zu bekommen. Das ist auch diese Missionsart, die ihr im Hintergrund seht. Die kam vor ein paar Jahren im Sommer mal raus mit dem Update. Ich persönlich habe es jetzt nicht so gefühlt, aber ey, 100.000 Dollar bekommen, haben oder nicht haben. Und wir machen auch direkt weiter mit den Missionen, auf die wir diese Woche besonders viel Geld bekommen. Und zwar dreifach Geld und RP gibt es in dieser Woche auf die Gegnermodus Extraction. Außerdem doppelt Geld und RP auf die Superyard Live Missionen und auf die ganzen Schatzsuchen. Und das führt uns auch direkt mal zu den Rabatten. Aber vorher möchte ich euch noch einen anderen Schatz in meinem Herzen vorstellen, und zwar den Sponsor vom heutigen Video. Da gehe nämlich mal Grüße raus an Ineba. Bei Ineba bekommt ihr nämlich alle Spiele, PSN-Karten, PS Plus, alles deutlich, deutlich billiger. Hier seht ihr ja gerade ein paar Beispiele schon im Hintergrund. Ihr bekommt die Spiele deutlich, deutlich billiger, super schnell geliefert innerhalb von ein paar Sekunden. Und das Allerbeste ist, ihr habt auch direkt den Vergleich von mehreren Anbietern und könnt euch immer direkt das Billigste raussuchen. Der Link zu Ineba ist in der Videobeschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab, zum Beispiel für PSN-Karten oder auch euer PS Plus. GTA Plus könnt ihr alles dort günstiger bekommen. Falls du Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Ich werde es dir beantworten. Und danke Ineba für Sponsoren vom heutigen Video. Aber wie versprochen, gibt es nicht nur Rabatte auf Spiele, wie bei Ineba, sondern natürlich auch auf diverse Sachen in GTA Online selbst. Und zwar einmal 40% Rabatt die Woche auf den Grotti Furia und auf den Torero XO. Vor allem der Furia ist schon ziemlich nice und auch der Torero gibt mir irgendwie Vice City Vibes und GTA 6 Vibes. Sollte man definitiv auch mal abchecken. Außerdem gibt es 30% Rabatt auf die Galaxy Superyacht, auf die Sonarstation für die Kosatka, also das U-Boot, auf die Dinka Marquis, auf den Kraken Avisa, auf den Toro, auf den Locust, den Swinger, den Speeder, den Jetmax und die Longfin. Auch der Gunvan hat die Woche mal wieder etwas im Angebot, und zwar 30% Rabatt auf die Kampfaxt sowie 40% Rabatt, allerdings nur für GTA Plus Mitglieder, auf das taktische SMG. Auch der Schrottplatz hat mal wieder neue Autos im Angebot, und zwar einmal verbirgt sich hinter dem Outtouch, der Casino heißt, hinter dem Jester Classic, der U-Boot heißt, und hinter dem Anis Helion, der Frachtschiff heißt. Ich persönlich feiere diese ganzen Schrottplatz-Heists nach wie vor extrem. Wir werden auch später um 10 Uhr im Livestream noch den ein oder anderen zocken, und die ersten paar, die dann auch in der Lobby sind, können den Heist auch mit mir zusammen zocken. Also seid pünktlich um 10 Uhr im Stream mit am Start. Das ist aber nicht alles, denn es gibt natürlich auch ein neues Casino-Auto die Woche, welches ihr gratis euch in GTA Online abholen könnt. Und zwar hätten wir da den Anis Euros. Für Drifter und Tuner-Fans kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und gratis ist natürlich immer super. Und als Preisfahrzeug im LSK-Meet hätten wir noch den Rapid GB200. Und wenn ihr jetzt hier euch mit neuen Autos ausgestattet habt, egal ob kostenloses Casino-Auto oder von mir aus auch neue Autos im Discount, ihr könnt damit besondere Rennen fahren. Denn diese Woche haben wir ein neues Premium-Rennen mit dem Namen Crossing Path, ein neues Zeitrennen mit dem Namen Calafia Way und ein neues HSW-Zeitrennen mit dem Namen Sandy Shores nach La Puerta. Und auch unsere ganzen Autohändler der Stadt haben natürlich mal wieder etwas ihr Sortiment aufgebessert und uns diese Woche bei Simeon den BF Bifta, den Lampardadi Viserys, den Oxalot Swinger, die Pegassi Barty 801 RR und den Warrener reingestellt. Im Luxury Showroom haben wir den Turismo Omaggio und den Rapid Dominator GT. Sowie als Teststreckenfahrzeug im LSK Meet haben wir den Verlierer, den Paragon Air und den Locust. Und als HSW-Testfahrzeug haben wir natürlich noch den Arbeiter
GT, auch ein Auto, was man definitiv mal testen kann. Und dafür steht er immerhin als Testfahrzeug jetzt parat. Ihr merkt es vielleicht schon so ein bisschen, wie ich das Ganze präsentiert habe. Die Eventwoche ist jetzt nicht so wirklich das Geilste. Wir haben auch gestern Abend schon im Stream darüber geredet und müssen einfach feststellen, naja, sowohl die letzte Eventwoche als auch jetzt die neue sind irgendwie ein bisschen bescheiden. Man geht ja seit Wochen davon aus, dass jetzt irgendwie nochmal doppelt Geld, doppelt RP auf Hangar kommt oder vielleicht auch mal auf den Schrottplatz oder so. Aber nein, da ist bisher gar nichts passiert, was ein bisschen schade ist. Aber vielleicht hebt sich Rockstar Games das auch nochmal für nächste Woche auf. Und was vielleicht ein kleiner Trost ist, dadurch, dass die Eventwoche jetzt nicht so nice ist, müssen wir uns einfach mal auf das fokussieren, was in der nächsten Woche so passiert. Wahrscheinlich wird das GTA Online Update angekündigt. Nächste Woche gibt es die ersten GTA 6 Screenshots. Also ich glaube, aktuell geht es in GTA wieder ordentlich ab. Es ist einiges was los und langweilig wird uns definitiv nicht. Dementsprechend sag auf jeden Fall mal all deinen Freunden Bescheid, mit denen du früher auf der PS3 noch GTA gezockt hast und sag, ey, im Moment in der GTA-Szene geht's wieder voll ab. Checkt mal diesen Jewel-X ab und schaut euch gerne meine Videos an. Gestern habe ich auch ein Video hochgeladen, wo ich nochmal genau erklärt habe, was jetzt eigentlich nächste Woche passieren könnte bezüglich GTA 6 und Screenshots. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr das vielleicht euch nochmal anschaut, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Darum soll es aber gar nicht gehen. Gibt es denn trotz der etwas enttäuschenden Eventwoche zugegebenermaßen vielleicht ein paar Empfehlungen? Naja, einmal der Torero XO ist eigentlich ein sehr nices Auto für Lamborghini und vor allem Vice City Fans ein absolutes Must. Und auch der Furia ist zwar jetzt kein super schnelles Auto, aber es sieht in meinen Augen sehr, sehr nice aus. Ich finde das Auto an sich einfach sehr nice. Und wer noch vielleicht ein paar Supersportwagen in der Garage mehr stehen haben möchte, der kann das definitiv mal abchecken. Die Superyacht Live-Missionen sind leider ziemlich, ziemlich langweilig. Wer aber im Karrieremodus diese einfach noch nicht gespielt hat, so wie ich zum Beispiel, der kann das halt jetzt die Woche mal nachholen. Wenigstens ist dann die Bezahlung ganz okay, aber wirklich geil sind sie in meinen Augen zumindest leider nicht. Absoluter Pro-Tipp, kauft euch nicht die Yacht. Ganz, ganz, ganz wichtig, auch wenn sie jetzt im Angebot ist. Es ist wirklich das Sinnloseste überhaupt. Kauft euch nicht die Yacht, auch nicht rabattiert. Und wer ein bisschen Spaß haben will, kann sich natürlich mal die ein oder andere Peyote-Pflanze gönnen. Jetzt als Wal umherschwimmen oder als Hai, das ist schon eine sehr nice Sache. Und das geht jetzt durch die Peyote-Pflanzen wieder. Wie findest du die Eventwoche? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, heute ist Feiertag. Das heißt, es gibt keine Ausrede, warum ihr nicht um 10 Uhr am Start sein könnt im Livestream. Lasst uns da zusammen ein bisschen GTA Online zocken. Lasst uns eine gute Zeit haben. Lasst uns zusammen alle als Walfische durch Los Santos schwimmen. Ist, glaube ich, eine sehr nice Sache. Vor allem ist es das erste Mal, dass wir Peyote-Pflanzen im Spiel haben und gleichzeitig die Tier-NPCs da sind. Das heißt, wir können uns jetzt richtig unter die Tiere von Los Santos mischen und ja, mit denen um die Wette schwimmen. Ich glaube, das wird eine sehr nice Sache. Also, komm auf jeden Fall vorbei im Livestream. Lasst ansonsten gerne noch natürlich einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns später im Stream. Bis dahin. Tschüss.